Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist der Sascha für euch und heute geht es mal um das Thema Pattfallen. Und ja, vielleicht habt ihr am Mittwoch diese Stellung schon als Community Post gesehen. Die Fragestellung hier war oder ist nach wie vor: Kann Weißchen mehr als Remis erzielen? Und es gab schon ein paar Ideen in den Community Posts. Ich werde hier auch aufgreifen und dann gucken wir mal, was hier so dabei rauskommt und wie das Ganze hier sich gestaltet. Ja, ihr könnt ja schon mal ein bisschen drüber nachdenken und ich werde jetzt mal ganz kurz, ganz allgemein euch Stück für Stück daran bringen, wie man so eine Stellung überhaupt lösen kann und ja, über was man sich hier eigentlich Gedanken machen muss. Manchmal ist das natürlich Zufall, dass diese Situation entsteht und manchmal ist es so ein bisschen halbbewusst herbeigeführt. Da muss man natürlich immer aufpassen. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Blitzpartie gewesen. Der letzte weiße Zug war, weiß gar nicht, entweder Läufer nach F4 oder Turm nach F6. So oder so war es auf jeden Fall der Plan von Weiß, hier matt zu setzen, im Prinzip mit Turm H6. Das war die. Entschuldigung. Das war die Idee, hier mit Turm H6 matt zu setzen. Dementsprechend muss Weiß natürlich hier schon auf dem Schirm gehabt haben, dass es eventuell sein kann, dass Schwarz dann hier einfach keine Züge mehr hat. Und Schwarz erkannte das, gab hier mit seinem Turm Schach. Und ja, jetzt ist die Frage: Was soll Weiß hier halt machen? Wenn wir so eine Situation haben, die halt dieses Patt halt illustriert, dann ist erstmal ganz wichtig festzustellen, okay, welche Figuren sind denn alle beteiligt, die dieses Patt herbeiführen im Endeffekt. Das sind natürlich in diesem Fall sowohl die schwarzen Figuren, alle beide, die jetzt hier verhindern, dass der König hier halt irgendwie laufen kann. Nicht? Also der Bauer auf H3 wäre jetzt nicht ganz so wesentlich für den Moment, aber der Bauer auf G4 auf jeden Fall, denn der nimmt ja hier das Feld weg, also der darf sich hier nicht irgendwie vom Fleck bewegen, weil dann würde das Patt direkt aufgehoben werden. Und dann haben wir natürlich sämtliche weiße Figuren, die beteiligt sind. Also der Turm, der überdeckt dieses, gegebenenfalls auch dieses Feld. Der Läufer auf jeden Fall auf dieser Diagonalen, der hat auf jeden Fall das Feld und das Feld hinten auch mit dem Turm, aber das ist jetzt nicht, aber auf jeden Fall das Feld G5. Und dazu zählt natürlich auch dieser weiße Bauer, denn der deckt das Feld H4. Und zusätzlich verhindert er ja, dass dieser Bauer sich hier irgendwie vorwärts bewegt. Also selbst wenn das Feld H4 jetzt unerheblich wäre, nimmt der Bauer trotzdem im Endeffekt teil, weil er diesen Bauern hier blockiert und daher diesen schwarzen Zug nicht ermöglicht. Und das gleiche gilt für diesen weißen Bauern hier auf H2, denn auch der stoppt ja immerhin diesen Bauern und ermöglicht, dass der halt keine Züge hat. Also das sind natürlich alle Figuren, die daran beteiligt sind. Soweit logisch, sagt ihr natürlich. Ist aber nicht immer klar, beziehungsweise wenn man sich das halt nochmal separat klar macht, dann hilft das halt so ein bisschen dabei, die Lösung zu finden. Ich weiß nicht, wie weit ihr hier jetzt schon gekommen seid. Wir werden uns jetzt Stück für Stück der Lösung nähern. Die Blitzpartie ging übrigens Remis aus. Bleibt fraglich, ob das tatsächlich das richtige Ergebnis ist. Ja, wir gucken einfach mal in einen Vorschlag, den es in den Community-Posts gab. Und zwar hieß es da, ja, ist ja ganz einfach, man läuft mit dem König einfach nach F5. Okay, jetzt war leider nicht ganz klar zu ersehen, von welchen Zügen man hier ausgegangen ist. Ich vermute, dass das hier die Züge waren, die geplant waren. Also in dem Post wurde nur angegeben, der König nimmt halt irgendwie so eine Route hier halt hoch und läuft da dann irgendwie F5. Okay, jetzt ist die Frage, was hat das denn an der Situation geändert? Denn dieser Turm kann sich doch immer noch mit Schach opfern, oder nicht? Der König darf natürlich nach wie vor nicht schlagen, der durfte ja nie schlagen. Und wenn der Läufer jetzt schlägt, haben wir das Problem, dass der König sich hier so dicht der Szenerie angenähert hat, dass der König jetzt selber hier das Feld G5 deckt und somit wäre auch diese Konstellation Patt. Also so zumindest, König nach F5 laufen, so funktioniert es nicht. Okay, gehen wir nochmal zurück zum Anfang und schauen uns das nochmal ganz in Ruhe an. Dieser Läufer muss da bleiben und muss auf dieser Diagonalen bleiben. Also aus Sicht des Schwarzen, damit das Patt halt irgendwie bleibt. Das heißt, wir können zumindest schon mal feststellen, auf so einem Zug wie König D1 gibt es nur ein mögliches Schach für Schwarz, nämlich das, was ich eben gespielt habe. Turm C1 Schach. Turm D3 Schach würde sofort die Partie zugunsten von Weiß beenden, denn dann könnte ich ja sofort Läufer D2 spielen. Und den kann ich nicht nehmen mit Schach, weil der deckt ja schließlich das Feld G5. Und wenn der nicht mehr da ist, wäre das Patt aufgehoben. Das heißt, das würde sich jetzt sofort in Luft auflösen und jetzt könnte Weiß im nächsten Zug ja entweder hier matt setzen oder, wenn Schwarz das noch verteidigt,
Ich kann Schwarz verteidigen. Kleiner Trick, Turm D6. Den darf ich natürlich wegen Patt wieder nicht schlagen. Aber jetzt könnte ich natürlich einfach hier Schach geben. Treibt den König hier raus, gebe jetzt hier nochmal Schach. Nehmen wir den Bauern G4 mit oder so. Und das sollte natürlich hier ein einfacher Sieg sein. Also so kann ich das hier probieren. Also auf König D1. Klappt halt Turm D3 Schach nicht. Das war übrigens, was in der Partie kam. Die Partie endete wie folgt. Gut, Remis. Sondern auf das König D1 müssen wir halt schon mal Turm C1 Schach spielen. Okay, soweit sind wir schon mal ein kleines Ministück weiter. Das heißt, wir wissen zumindest, dass wir uns hier eine bestimmte Route vielleicht erarbeiten können. Jetzt geht dieses Schach wieder nicht, weil dann würde der Läufer hier dazwischen gehen. Schach, König geht dahin. Jetzt geht dieses Schach wieder nicht, weil da würde wieder der Läufer zwischen gehen. Also muss zumindest schon mal das Schach kommen. Okay, König geht hoch. Irgendwo müssen wir unserem König hinlaufen. Also wir müssen eigentlich irgendwo dahin laufen, wo dieser Läufer irgendwie eingreifen kann. Das ist die einfachste logische Variante. Wenn der Läufer sich halt irgendwie dazwischen stellen kann oder da halt irgendwie schlagen kann, dann ist es halt vorbei. Und das lässt sich jetzt auch relativ schnell erzwingen. Ich kann jetzt hier nochmal einen Schach geben oder da, das ist egal, das führt alles gleich aufs Gleiche hinaus. Das macht hier alles keinen Unterschied mehr. Ich könnte hier Schach geben, den da Schach geben. Und jetzt nochmal aufgepasst, wohin geht ihr jetzt? F5 hatten wir schon gesagt, geht nicht. Na, Vorsicht, D6 geht auch nicht. Wegen Turm E6 Schach. Und reingefallen. Aber König D5. Hier Schach geht nicht, weil er locker schlägt. Und auf hier Schach. Da ist es nur endgültig vorbei. Hier Schach geht nicht, dann schlägt der Läufer. Und auf dieses Schach kann der Läufer einfach dazwischen ziehen. Und nun sind alle Pattfallen und alles ausgehebelt. Und im Weiteren gewinnt Weiß natürlich einfach diese Partie. Ja, so kommt man hier also raus. Und das ist im Prinzip das gleiche. Oder es ist ein Prinzip, was eigentlich für alle diese Stellungen, diese Pattstellungen meistens gilt, wenn es um so eine Verfolgungsgeschichte gibt. Das gibt es natürlich in diversen Abwandlungen. Es gibt auch hübsche Studien über solche Dinge. Ich werde da mal ein bisschen was zusammenstellen und stelle ich euch in einem Video nochmal so ein bisschen auf die Probe. Aber das ist so das Grundprinzip, ja, was ihr halt hier im Kopf behalten müsst. Und welche Figuren sind beteiligt? Welche Aufgabe erfüllen diese Figuren? Welche Felder decken sie? Und wenn ihr mit dem König so weglauft, dann müsst ihr immer eigentlich gucken, dass ihr nicht zu dicht an diese Szenerie hier langlauft, wie jetzt nach F5. Weil das Problem wird dadurch eigentlich nur noch größer, weil dann fängt der König vielleicht auch an, bestimmte Felder zu decken und dann wird das eher ein größeres Problem als ein kleineres Problem. Also überlegt, welche Figur kann im Prinzip oder muss weg, welche Figur nimmt irgendwelche Felder weg und welche Figur kann am besten wegziehen. Und sinnvoll ist das einfach der Läufer, weil er hat einfach über die Diagonale am besten Felder und Möglichkeiten, hier irgendwie wegzuziehen und wegzukommen. Und ja, da muss ich nur die Frage, wo muss ich im Prinzip mit meinem König hin? Denn dieser Turm, das darf man mit diesen Verfolgungen ja nicht vergessen, muss ja meistens dann irgendwann relativ dicht kommen. Also er kann hier in diesem Fall halt nicht auf der Distanz bleiben, sondern muss hier gleich ran. Naja, und dann ist er halt immer sehr dicht hinterher. Und dann kann ich halt so diese Route wählen. Achso, hier hatten wir Turm D1 Schach, das ist natürlich eh. Nee, König D3 Schach. So, ist richtig. Genau, der Turm muss halt relativ dicht dran bleiben und dann kommt man hier relativ einfach weg, muss halt nur aufpassen mit den paar Fallen. Wie gesagt, hier diese kleine Falle wäre halt irgendwie ärgerlich. Aber ihr habt ja gesehen, König D5, Turm D3 Schach, König E6 und nun ist das Ganze vorbei. Merkt euch, speichert euch das ab, guckt es euch vielleicht nochmal an und dann könnt ihr es vielleicht auch bald mal in euren Partien anwenden, egal ob in positiver oder negativer Form.